haben die ganzen geilen Schwestern geduscht. Außer jetzt. Genau, wenn ich das sage, kommt natürlich kein Ton mehr. Oder ist leise. Na klasse. Wieder sehr, sehr geil abgepasst. Mal ganz ehrlich, ich sehe wirklich aus wie eine sprechende Hecke. Mal genau hinhören. Wir sind der Meinung, ein Kind gehört zu haben. Und achtet auch bitte auf Christians Gesicht. Guckt euch das an. Ich habe gedacht, der will mich doch veräppeln. Hallo ihr Lieben, willkommen zu diesem neuen Video. Wir schauen unsere alten Lost Place Videos, unsere alten Videos von vor 3 Jahren und sind jetzt mit dem zweiten Video, sind wir bei Lost Place 3 und 4. 3 und 4 sind einmal das Schwesternheim und einmal ist es das Krankenhaus mit Kinderstimmen. Ja, ich würde sagen, wir fangen es erstmal an und zwar mit den verlassenen Schwesternheimen. Los geht's. Dafür mache ich mich jetzt mal klein und würde sagen, wir fangen jetzt an erstmal mit dem Intro. Ich bin gespannt, weil ich habe es auch lange nicht mehr gesehen. Ich, der größte Schisser der Welt, noch mit einer Kamera in der Hand, leck mich am Arsch. Das ist das Schwesternheim, wo wir hingehen, ein Schwesternheim, egal wo, irgendwo, nirgendwo. Spätestens Ende der Woche kommt dann noch ein zweites Video von einem verlassenen Krankenhaus. Aber jetzt gucken wir uns das Schwesternheim an. Wir laufen jetzt mal hoch und viel Spaß beim Video. Da ist schon mal eine Absperrung. Was mir natürlich gleich auffällt, ist meine alte Brille. Vielleicht sollte ich wirklich mal schauen, ob ich die mal irgendwo wieder kriege. Weil die war eigentlich schon sehr, sehr schick. Wir sind zum Haus hochgelaufen und ich mache jetzt mal hier, das ist das Schwesternheim, das verlassene Schwesternheim. Da war ich jetzt wieder vor kurzem und zwar, lasse ein paar Monate, das ist jetzt schon wieder her. Und zwar war ich mit dem Stefan Rose dort, wir haben dort Bilder gemeinsam gemacht. Wir haben dann nachts Bilder gemacht und haben auch Langzeitbelichtung gemacht, weil ich einfach wieder mal Bock drauf hatte. Meine Kamera mal mitgenommen und los ging's. Und ja, der Stefan Rose, der ist hier auch bei YouTube, da könnt ihr mal vorbeischauen. Ich hau mal den Link in die Infobox. Der macht halt ganz, ganz tolle Bilder und Videos, Werbevideos, Hochzeitsbilder, Geburtstagsbilder und sonst irgendwas. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und da könnt ihr mal gucken, was er so auf seinem YouTube-Kanal macht. Das ist ganz interessant auf jeden Fall. Wie so typisch sehen wir auch wieder hier, es hat mal wieder gebrannt. Ungefähr hier so in der Ecke sehen wir das. Es ist immer dasselbe. Ihr seht natürlich auch oder ihr hört, wir reden und ihr versteht uns einfach nicht. Da habe ich echt noch nicht drauf geachtet, dass der Ton stimmen muss. Ja. Man lernt halt immer dazu. Hier haben die ganzen geilen Schwestern geduscht. Außer jetzt. Genau, wenn ich das sage, kommt natürlich kein Ton mehr. Oder ist leise. Na klasse. Wieder sehr, sehr geil abgepasst. Wir sind dann quasi hier von der ersten Etage zur zweiten Etage hochgelaufen, der Treppe hoch, was schon sehr riskant war, da diese ja auch mitgebrannt hat. Das schauen wir uns jetzt mal an. Das ist schon sehr heikel gewesen, was wir da gemacht haben. Da kommt es gar nicht mehr bis hoch. Fehlt an der Treppe. Guckt euch das an. Ich sehe es hier. Es fehlt eine Treppe. Also wenn ich absäge, säge ich richtig ab und dann seid ihr dabei. Ha, ha, noch ein. Hat er gerade gesagt, ich bin leichter als er. Aber guckt mal, wie graziös und wie süß er doch hochläuft. Ein Schritt noch. Also wie er hochläuft, ist das süß. Genau. Der hat aber schon gebrannt hier. Ja. Hier müssen wir aufpassen, dass da hinten wieder ein Ecke ist. Da war das in der Fußboden. Wie gesagt, da kommt er definitiv nicht mehr hoch, glaube ich nicht. So, und dann irgendwann kamen wir auf die Idee, von der zweiten Etage auch in die dritte Etage zu kommen. Und da war ja, ist ja, hier seht ihr ja selber, die Leiter, also die Treppe ist weg. Das heißt, wir sind auf die chlorreiche Idee gekommen, eine Feuerleiter hochzulaufen, zu klettern. Und das ist ab hier. Und das ist schon sehr waghalsig. Also, ja, schaut selbst. Wir kommen hoch, wir kommen hoch. Wir kommen da definitiv hoch.
wieder rein, ja. Ja, mei, wo ist denn jetzt das? Guck erstmal. Ach, Christian ist schon oben ja. Quasi. Fall erstmal runter. Es ist auch schon ein Stück hoch, also es ist ja nicht so, dass man jetzt hier... Ja, du fliegst ja auf mich drauf. Punkt. Je mehr ich das Lied höre, je mehr finde ich, das ist echt wirklich ein Powerlied. Gut. Gefällt mir jetzt wieder. Ja. Ich, der größte Schisser der Welt. Hm. Noch mit einer Kamera im Bein. Der lässt mich am Arsch. Ich habe das Gefühl, irgendwas wackelt hier. So. Wir gehen jetzt aber jetzt nicht zusammen in die dritte Etage, sondern wir gehen in ein Nebengebäude rein jetzt. Also jetzt wir in dem Video, wir alle, ich mit euch. Und zwar in so ein Nebengebäude rein und da finden wir auch alte Zeitungen und sowas und das war schon ganz interessant. Und danach ist das Video eigentlich schon vorbei, weil dann kommt nämlich das Raustro. Das schauen wir uns gleich auch noch an. Die Tageszeitung von 1990, Dezember. 80 Fench. 80 Fench. Meine Freunde, danke fürs Zuschauen. Das war unser neues Video. Das Raustro. Was die Tage kommt, keine Ahnung, was noch kommt. Der Kanal ist ja eigentlich für alles da. Hallo, auch die Haltung wird benotet. Geht es nur hier rum? Fragt oder was? Da sitzt der neben. Ich mache hier gut. Outro und. Was noch kommt, keine Ahnung. Der Kanal ist ja eigentlich für alles da. Für Lost Place, für alle Plätze, wo was los ist. Und was da kommt, keine Ahnung. Das wird auf jeden Fall das nächste Video. Und was dann kommt, das sehen wir. Tschüss. Genau. Und ich würde sagen, das war jetzt das Schwesternheim. Und wenn euch das gefallen hat, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Das Video werde ich natürlich auch in die Infobox hauen. Da könnt ihr euch das nochmal komplett angucken. Ich werde doch Stefans Link reinmachen. Das könnt ihr euch dann auch noch angucken, wenn ihr wollt. Und ich muss mich dran erinnern auch, dass ich das machen will. Also falls ich es vergessen sollte, dann ermahnt mich bitte. Könnt ihr gerne machen. Schreibt in die Kommentare. Holger, du wolltest doch das und das machen. Weil ich vergesse irgendwie immer alles. Das ist ganz schlimm bei mir zurzeit. Ja, es ist halt mit dem Alter so. Ich würde sagen, wir machen jetzt mit dem Krankenhaus weiter. Das Krankenhaus mit Kinderstimmen wird sau interessant, weil es wirklich sehr spooky war. Wir haben von diesem Krankenhaus auch, glaube ich, 2 oder 3 Videos gemacht. Das ist immer wieder der Hammer. Ich würde sagen, legen wir mal los. So, Video Nummer 2. Video Nummer 2 ist das verlassene Kinderkrankenhaus mit Kinderstimmen. Und wenn wir hier unten gucken, hier sehen wir ja schon, mal genau hinhören. Wir sind der Meinung, ein Kind gehört zu haben. Und achtet auch bitte auf Christians Gesicht. Bist du schon alt, weil ich höre was? Nochmal später. Servus, meine Freunde. Wir sind wieder unterwegs. Heute schauen wir mal in einem verlassenen Krankenhaus. Und ja, ich weiß, das Intro. Ihr denkt jetzt sicherlich, ach, da waren schon 1000 Leute drin. Ist mir aber egal. Wir gehen jetzt auch rein und zeigen euch unsere Version. Und ich bin gespannt. Also, bis gleich. Mal ganz ehrlich, ich sehe wirklich aus wie eine sprechende Hecke. Da klettert er einfach da rein. Genau, jetzt war ich wieder hängen geblieben. Und zwar das Kinderkrankenhaus, ja. Da haben wir sehr viele Sachen erlebt. Wir waren dann auch in den Katakomben drin. In den Keller. Und der Keller ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr krass. Da gehen wir jetzt mal in die Katakomben zusammen. Gefunden, ne? Schieb mich mal hier rüber. Ich bin sehr gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Ja, und das laufen wir immer weiter. Und das hätten wir nicht erwartet, dass das wirklich so krass groß ist mit den Katakomben. Das haben wir nicht erwartet. Ich hau auf jeden Fall das Originalvideo oder dieses Video hau ich erstmal auch mit in die Infobox. Dann könnt ihr euch das auch angucken. Wie gesagt, falls ich was vergessen sollte, bitte ermahnt nicht. So ist es leider mal bei mir. Aber naja, meine Freunde wissen das. Ich vergesse. Ich bin zuverlässig, ja, ich bin für alle da, aber ich vergesse mal alles. Das ist ganz schlimm. Wow. Los da rein. Wieso sind denn mitten in den Keller? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ja, ist wirklich sehr verwinkelt da.
Wir spulen mal auf 10 Minuten. Ja, genau, auf 10 Minuten. Da haben wir die ersten Stimmen gehört. Passt auf, halt genau hin. Ist das spannend? Komm, wir gehen hoch. Hast du es gehört wieder? Viele Leute haben unter dieses Video geschrieben oder unter anderen Videos auch von diesem Krankenhaus, dass da wirklich, also dass viele Leute dieses Phänomen erlebt haben, dass sie da rein sind, haben dann auch Geräusche gehört oder Stimmen halt und hatten das Gefühl, dass sie beobachtet werden, hatten das Gefühl, dass sie nicht alleine waren. Und ja, es ist ziemlich krass, dieses Krankenhaus. Ich mag es, das ist eines meiner Lieblings-Lost Places. Da gibt es nichts zu rütteln und zu schütteln. Ich finde es einfach nur mega, das Ding. Ich würde auch gerne mal wissen. Ich habe das auch gehört. Ich sehe, dass jemand lacht. Genau, wir gucken jetzt nicht das ganze Video. Wir sind dann auch irgendwann aus dem Krankenhaus raus und sind dann in den Nebengebäude. Aber wenn ihr Bock habt, wie gesagt, könnt ihr euch das Video mal anschauen. Ich haue es dann in die Infobox mit rein. Könnt ihr mal gucken. Wisst ihr eigentlich, dass Christian mich immer ärgert? Ich stehe ja komplett auf Batman. Ich bin ja kompletter Batman-Fan. Und Christian ärgert mich immer. Er sagt immer, Batman ist blöd. Macht er nämlich gleich auf. Da fällt mir nämlich gerade ein. Macht er gleich. Der Honk. Der Fette, also ich, gell? Ich hab mich schon wieder aufs Maul jetzt. Man muss auch über sich selbst lachen. Da komm ich doch niemals zur Tour, wie du. Der Fette, also ich. Scheiße. Ich zeige euch jetzt Holger, wie er aus dem Fenster klettert. Na, dann mach das mal. Ach du Scheiße. Ach, seht ihr übrigens, was ich anhab? Das ist aber Batman, Alter. Superman ist viel geiler. Wir sind jetzt an den zweiten Trakt. Und hat da so eine Garage gesehen jetzt oder sowas. Schauen wir jetzt mal, was das ist. Genau, wir gehen jetzt in diesen zweiten Trakt rein. Und da hat Christian mich drin erschreckt. Und zwar sehen wir das auch ungefähr bei 27 Minuten 21. Ich habe nämlich schon mal kurz Notizen gemacht. Und da erschreckt er mich und ich war wirklich erschrocken. Ich laufe um die Kurve rum. Hier sind noch Zeitungen. Und dann laufe ich um die Kurve rum. Und sehe Christian da ernsthaft rumsitzen. Der sitzt dann einfach so auf da. Guckt euch das an. Ich habe gedacht, der will mich doch veräppeln. Muss ich dazu sagen, das, was ihr da gerade seht, diese Apparate, die gibt es auch nicht mehr. Die wurden auch mal geklaut oder die gibt es nicht mehr. Irgendjemand hat sich das mitgenommen. Ziemlich dumm. Genau, wir wollen nicht so lange ausschweifen, wir sind dann raus und haben dann noch eine alte Bushaltestelle gefunden, die ist dann auf diesem Wendeplatz und die fand ich auch mega cool, die sieht echt cool aus. Da hat es natürlich gebrannt, habt ihr gerade gesehen. Ich mach nochmal kurz zurück. Das Ausgelände, also dieser Heizraum oder dieses Heizhaus, das hat schon mal gebrannt und das nicht nur einmal, mittlerweile dann schon wieder vor kurzem. Ja, und das ist die coole Bushaltestelle, die finde ich mega, mega nice, mega schick. Bushaltestelle. Hier war die Bushaltestelle. Und das ist der Buswendeplatz hier. Das geht hier hinten rum. Und da kommt hier der Buswendeplatz. Und ein abgebranntes Auto. Leute, ist sowieso der Kracher hier gerade. Wir waren schon mal hier und haben nur mal erkundet, ob man hier reingehen kann. Wo man reingehen kann und da war der noch nicht abgebrannt. Da stand der noch da. Also wenn der musste brennen oder der musste halt brennen. Ein schöner Omega, das war's für ihn. Das ist schon heftig. Also ich sag mal so, vor einem Monat waren wir hier mal auskundschaften, ne? Ja, was erzählt er noch? Vor 3 Wochen ungefähr.
Und da war der noch in Ordnung. Naja. Bisschen Kosmetik. Und da lüftet er wieder. Dann würde ich sagen, schauen wir es raus, Drew. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also wir fanden es super geil. Diese Klappengeräusche in diesem Krankenhaus. Da ist ja alles offen und alle Fenster offen, alle Türen offen. Und wenn dann Wind ist, dann hört man das freilich. Aber es war schon unheimlich und ungewohnt. Und ja, wir haben jetzt auch lustigerweise, wo wir fertig waren, noch einen Lost Blazer getroffen. Der macht Fotos und der geht jetzt da rein. Wir haben mich gleich vorgewandt. Ansonsten fand ich es cool. Das ist unsere Version von dem Krankenhaus. Viele werden wissen, wo es ist. Schreibt es bitte nicht drunter oder sonst irgendwas. Das ist halt unsere Version. Und ja, so sind wir halt mit allen blöden Gelaber. Das Lustige ist ja, ich habe das Gefühl, wir haben uns überhaupt nicht verändert. Wir sind halt wirklich so, wie wir sind. Das ist einfach so, wie ich es gerade noch gesagt habe. Es ist auf jeden Fall witzig. Wir schauen jetzt nochmal wirklich die 10 Sekunden noch und dann haben wir es geschafft. Ich bin begeistert, auch selber meine alten Videos wieder zu sehen und Christian auch ständig dabei. Und das finde ich auch sehr, sehr gut, weil ohne Christian würde das gar nicht funktionieren. Und das ist auch glücklicherweise immer noch der Fall. So, dann schauen wir mal weiter. Dazu gehört. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Lost Place oder was sowieso auf Adventure Place kommt, ich weiß es noch nicht. Tschüss. Viel Spaß. Viel Spaß. Wir haben es geschafft. Das waren die nächsten 2 Videos von unseren alten Videos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch, wie gesagt, wie beim letzten Mal gesagt, einen schönen Tag, einen schönen guten Morgen oder einen schönen Abend. Keine Ahnung, wann ihr das Video schaut. Übrigens, geiles Bild von mir gerade. So ein schönes Standbild von mir. Ach du meine Güte, furchtbar. Gut, in diesem Sinne sage ich bis zur nächsten. Wir schauen unsere alten Videos. Video. Ich würde sagen, bis dahin, auf morgen, bis Wiedersehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.